Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Human Resource Machine. Mit dabei ist der Tim. Hi, ja. Ich bin dabei. Ja, wir wählen Sie Ihren Angestelltenausweis. Ja, hi Uwe. Oh, lol, hast du was geklickt? Hä? Nein. Also ich habe meine Maus bewegt. Aber... Oh, du Huren. Ja, hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Human Resource Machine. Ja, ja wir sind immer noch da. Ja, Person Nummer 1 sind wir nämlich. Nummer 2. Wir haben uns überlegt, Halt's Maul, nein, den schwierigen Weg nein, machen, wir haben uns überlegt, so weil es hat gar keinen Spaß mehr gemacht, letzte Folge, dass wir jetzt einfach nur noch den rechten Zweig machen und dann später gucken, wenn wir dann hier oben halt, keine Ahnung, Informatiker sind, ob wir auch links schaffen. Dann machen wir auch den schwierigen. Ja. Genau, und dann... Aber erstmal den einfachen. Ich gucke hier mir okay, gar nichts verbessert, krass. Null terminierte Summen machen wir jetzt. Zack, die 21. Null terminierte Summen, ja, 21. Ja, wir glauben daran, dass unsere Angestellten mit der Arbeit anzulernen. Wissen Sie, was eine null terminierte Kette ist? Ja. Weißt du es? Ja. Wenn die halt terminiert ist mit einer Null. Ja, weiß ich echt. Also ich sag, nee, ich weiß nicht. Doch, eine Kette, die aufhört, die kaputt geht, wenn eine Null da ist. Ich habe keine Ahnung, was ich da... Ja, also null terminiert ist, glaube ich, nur, dass halt am Ende eine Null ist. Ja, ist eine sehr, sehr alte Technik und wir erwarten nicht, dass Sie sie kennen. Guck, wo wir im Jahr 21 sind. Sie können mich also danach fragen, wenn Sie möchten, oder Sie können eine externe Quelle konstruieren. Was immer ihnen hilft, ihre Arbeit zu machen. Okay. Okay, nice. Die Inbox ist mit null terminierten Zeichenketten gefüllt. Was das ist, fragen Sie mich, Ihre Chefin. Okay. Addieren Sie alle Zahlen in jeder Kette, wenn Sie das Ende einer Kette durch null gekennzeichnet erreichen, ja, legen halt Sie die einfach. Summe in die Outbox, fangen Sie für jede Kette von neuem an. Ja, wir können es aber auch noch mit Fibonacci machen. Ja, okay. Wollen wir einfach verbessern? Nee, okay. Aha. Es ist richtig einfach, sagst du. Das machst du jetzt mal alleine. Okay. Addieren Sie alle Zahlen in jeder Kette, wenn Sie das Ende einer Kette durch 0 gesetzt. Okay. Wir machen Inbox. Falsch. Dann holen wir uns die 3. Halt's Maul. Copy to 0. Inbox. Ja. Addieren Sie alle Zahlen in jeder Kette, wenn Sie das Ende einer Kette. Inbox, copy to 0. Inbox. Add 0. Ich mach mal hier Jump. Hier. Dann machen wir immer 0, zack. Und wenn hier das hier, Jump if 0, wenn wir. Ist ja logisch. Wir addieren das dann dahin, dann holen wir uns hier eine neue Zahl. Wenn die Zahl eine 0 ist, springen wir hin, werfen die 0 weg, holen uns aber die Zahl, das heißt. Copy from 0, gehen zur Outbox, jumpen an den ganzen Start. Warte mal, Outbox, jumpen an die erste, copy to 0. Ja, es ist sowas von easy. Ja, hau raus. Achtung, Digga, das habe ich komplett alleine gemacht. Achtung, guck. Das ist halt einfach nur falsch, 4. Aber. Oh! Ey, er wirft die einfach weg, der Penner. Ja, warte. Warum wirft er die weg? Ich muss auch, und er hat auch einfach weitergemacht, weil du es nicht gesehen hast. Nein, hat er nicht. Ach doch. Naja, jetzt hat die Fresse. Ich muss nach Add Copy to machen. So, glaube ich. Achtung, guck jetzt. Achtung, jetzt addiert er. Und checkt dann auf 0. Ist er blöd? Ein bisschen dumm. Das heißt, ich muss so machen. Ja, ja, klar. Soll ich Ihnen noch ein Problem erzählen? Nein, ich will kurz gucken. Weil du bist hier das einzige Problem. Ja, oh, cool. Guck, da unten kommen ganz viele Nullen hintereinander. Nein, nein, das passt doch. Dann. Weil Null regeneriert sich selbst. Achtung. Ja, okay. Zack. Ja, easy. Und pass auf, jetzt kommt die Null. Jetzt denkt er sich, nee, ich nehme die 10 und werf sie raus. Und jetzt denkt er sich, scheiße, was soll er jetzt machen? Ja, eben, ist ja richtig. Nein, nein. Achtung, bei der nächsten Zahl wird er meckern, weil er hätte noch eine 0 wahrscheinlich reintun müssen. Nein, nein, guck. Aber ich glaube schon. Schau. Schau, und jetzt nimmt er ja die 7. Ja, ich kann es auch bis zur 0 runter machen. Ich sage, es ist falsch. Ich habe so guten Code geschrieben, auf keinen Fall. Ja, ich sage, es ist falsch. Nein, nein. Achtung. Bam. Ja, jetzt mal was falsch auf, was die. Ja, warte, 0, aber sie haben 12 ausgegeben.
Weshalb genau möchte der einfach jede 0 auch draußen haben? Oder welche 0 möchte? Ja, wenn da nur eine 0 steht. Also nein, 0 heißt ja immer terminieren, aber wenn nach der 0 noch eine 0 steht, heißt das, du musst 0 in die Outbox geben. Dann mache ich. Das ist ganz easy. So, ja. Du Penner, jetzt kannst du gar nichts mehr sagen. Oh, ja, doch. Richtig, sage ich jetzt. Hä, echt jetzt? Oh, ich glaube schon. Das wäre dann ultra easy. Der macht schneller. Fibonacci kann mich ja, mal. Ja, ist halt definitiv nicht optimiert. Doch, doch. Nein. Ja, guck! Alter, ich bin wirklich stolz auf mich. Nein. Als du gesagt hast, ich soll es alleine machen, dachte ich richtig, holy shit. Oh, aber nur ein zu viel. Siehst du? Und das habe ich richtig. Guck. Oh, nice. Ja, okay. Ja, dann lass schnell optimieren. Also Achtung. Du. Optimiri mache ich jetzt. Was brauchen wir alles? Inbox brauchen wir alle. Copy to brauchen wir hier. Aber wir können auch add copy to. Wir können, guck mal, ich hab, boah, Alter, ich bin ungelogen saugut. Ich hab's jetzt gesehen. Achtung, schau zu, was ich mache, okay? Mhm. Oh Gott. Weil, das copy to habe ich ja, ah nein, doch, copy to 0. Und da steht ja auch gerade copy to 0, Achtung. Hättest du das sofort, hättest du das so schnell gesehen gerade? Nee, ich weiß überhaupt nicht, was du gerade gemacht hast. Ich auch nicht. Also ich habe einfach einen Copy 2 vernachlässigt und halt einfach durch den Loop. Aber passt ja dann jetzt. Ja, guck. Diggi, du hast meinen Respekt. Ich muss aber zugeben, das hier unten hätte ich jetzt nicht so schnell optimieren können. Laufzeitoptimierung. Alter. Tschüss. Die kleinste Zahl. Tschüss. Das muss jetzt... Darf ich wieder mitmachen? Das muss jetzt du ganz allein. Nein, Spaß. Okay. Ja, das ist dann nicht lustig. Den Fußabdruck zu verkleinern, verlangt die Geschäftsführung nur noch den kleinsten Zahl. Ja, es geht nur darum, dass wir nach außen gut dastehen. Alle gehen und landen direkt auf den Müllhalde. Auf den? Das stand da, ne? Schon echt den? Ja, ja. What? Für jede Null, jede Null terminierte Kette in der Inbox legen sie nur die kleinste Zahl, die sie in dieser Kette finden, in die Outbox. Sie werden nie eine leere Kette erhalten. Beginnen sie für jede Kette von neu. Was eine Null terminierte nicht, ne? Kette ist, fragen sie ihre Chefin an die Tauschstiefel. Okay, nochmal von vorne. Wie die Null Terminierte nehmen. Nur die kleinste Zahl. Wir müssen alle Zahlen angucken bis zur 0, also 5, 12, 2 und nur die kleinste in die Outbox legen. Das ist ja super easy. Weil die Null Terminierten, die liegen mir. Inbox. Na gut, schon wieder. Copy to. Und wir können überprüfen, wie groß eine Zahl ist, indem wir die eine von der anderen subtrahieren und gucken, ob sie negativ danach ist. Ja. Also, copy to. Da liegt die hier. Mache ich einfach mal Inbox. So, mich hätte ich mal geaddet. Hi, Nuki. Subtrahieren von hier. Weißt du, wo jetzt mein Problem ist? Dass ich nicht weiß, ob es negativ, ob das dann positiv oder negativ ist, also für uns. Ja, du kannst ja einfach gucken mit deinem Beispiel. Also du legst eine 5 hin, hast du eine 12 in der Hand, machst 12 minus 5, hast eine positive Zahl. Es ist doch andersrum, oder nicht? Wenn ich 5 hinlege, doch, guck mal, ich lege eine 5 hin, hier auf die 0, oh Gott, ich mache mit dem Finger. Du änderst immer die Zahl, die du in der Hand hast. Ja, aber ich mache, ja, das schon, aber ich mache Subtraktion, heißt dieses Feld von dem, was ich in der Hand habe, glaube ich. Nein. Doch, ich zeig's dir. Zeig mir. Achtung, pass auf, Habibi. Pass auf, passt du 5? Auch auf? Achtung, ich weiß nicht, ob es... Passt du auch auf? 7! Ja, das ist das, was ich gesagt habe. Nein. Hä, ja, natürlich. Ja, stimmt, du hast recht. Ja, aber siehst du. Das heißt, es ist also jetzt die Zahl positiv, weil... Das heißt, alles bleibt so. Ja, genau, das heißt, die Zahl bleibt so. Dann... Machen wir es so. Heißt von, Achtung. Nee, von da kannst du wieder so. An Anfang springen. Nein, weil Jump if negative. Das, lass mal chillen jetzt kurz mit negative. Also, wir haben eine Inbox. Wir haben gerade wieder gesagt, wenn die Zahl positiv ist, müssen wir weitermachen, weil die Zahl nicht kleiner war als die, die wir eigentlich hatten. Ja. Chillig. Ich schaue es mir nochmal kurz an. Warte mal. 7, jetzt nimmt er die 15 und überprüft die, ob die größer ist. Merkt, sie ist kleiner, wirft sie weg, holt eine neue Zahl. Größer. Jetzt, ja genau, meine ich ja.
Und jetzt merkt er, weil wir jetzt noch nicht weitergeschrieben haben, bei Jump if Negative. Bei Jump if Negative, das Problem ist, wir haben die 2 nicht mehr. Deswegen müssen wir die zwischenspeichern. Inbox. Ja, oder addieren. Wie addieren wir? Nochmal die einfach addieren. Da liegt. Ja. Also add, zack, outbox, jump. Nee, erstmal, nein. Erstmal legst du die einfach nur hin. Warte, oh Gott. Ja. Das ist ja, nur weil die kleiner ist als die Zahl davor, ist das ja nicht direkt das Ergebnis. Aber was willst du denn dann addieren? Du addierst die Zahl an der Stelle 0. Guck, jetzt addierst du 8, hast wieder 2 und legst dann die 2 an die Stelle 0. Also copy to 0. Ach so. Hä? Und dann holst du dir erst die nächste Zahl. Ach so, okay, ja, ich weiß, was du meinst. Warte. Wieso hab ich denn hier addieren dann? Das brauch ich ja nicht. Hä? Copy? Doch. Warte. Ja, na klar. Warte. Wie kann ich das denn wegmachen? Ja, ich warte. Ach. Ich bekomme nie die Textteile da weg. Warte mal, ich schaue es jetzt nochmal an, okay? Hä? Ich will nur kurz gucken, wie es aussieht. Okay. 7 und die 14. Dann merkt er, ja, 14 ist größer. 7 lassen wir. Oh, und jetzt merken wir die 2. Achso, ja, das hatte ich ja gemeint sogar. Ach, du Idiot. Ja, ja. Das hatte ich wirklich gemeint. Okay. Und dann nehmen wir das. Copy to. Und überprüfen. Das können wir dann schon rausbringen. Nein, gar nichts. Jetzt machst du erstmal von Anfang an weiter. Du jumpst auf Stelle 2. Du willst doch jetzt die nächste Zahl nehmen. Jump. Dahinter. Ja. So. So, und ja, jetzt? Jetzt müssen wir noch die negative anschauen, ne? Nee, hast du schon. Nee, ich meine, Zero meine ich. Die 0. Ja, ja, genau. Das meinte ich. Ja, jetzt gucken wir mal, was jetzt passiert. Ja, du Vollidiot. Ja, ist halt falsch. Ja. Ja, das Jump if Zero machen wir einfach bei der zweiten Inbox gucken. Dann machen wir Copy From, weil wir das nicht mehr in der Hand haben. 0, Outbox, Jump, Anfang. Ja, ich sag, beides optimiert. Echt? Ja. Sicher? Ja, nein, okay, ist doch sicher. Aber ich sag. Guck mal, man kann ja sagen, ob es optimiert ist, wenn du alleine schon siehst, dass jeder Befehl quasi nur einmal dasteht, oder? Nö. Doch. Also, nee, nicht, also nicht per se. Bei uns war jetzt ja zum Beispiel die Entscheidung, addieren wir die Zahl wieder oder speichern sie, wie sie zwischen? Ja, genau. Das sind ja, ja komplett andere Schritte. Einfach. Okay, ich hätte es denen nämlich ja zwischengespeichert. Okay, machen wir langsam. Ja, er merkt, legt die 1 hin. Jetzt merkt er die 0. Die 0 wirft er weg. Genau, und nimmt die 1, legt die aus. Jetzt 18, die bleibt liegen, weil 19 größer ist. Zack. 5 muss man hinschreiben. 3 muss er hinschreiben. Junge, die Level machen halt ungelogen Spaß. Oh, ich hab keinen Timer gestellt. Was denkst du, wie lange nehmen wir auf? Ja, pipapap. Ja, eine Minute haben wir jetzt vielleicht. Ja, um die. Umberto. Alter, was für Zahlen. 93. Ja. Hatten wir jemals sowas? Zack, Rose? 17 weiter und raus. Doch, jetzt mal was über 100. Ne? Ja. Ja, aber nur weil wir so eine Dauerschleife hatten. 13. Ja. Und. Ja, bam. Komm! Das war mein Code. Das war dein Code, Stiggy. Das war dein Code. Wollen wir noch eine machen? Ja, auf jeden. Okay. Aufaddieren, das herunterzählen. Wer kennt das nicht? Das dauert jetzt locker wieder eine halbe Stunde. Wofür diese Aufgabe gut ist, es soll wohl das Volumen unter Treppen bestimmt werden. Ja, irgendwo müssen die Praktikanten hier untergebracht werden. Es sein. Für jeden Ding in der Inbox legen sie die Summe dieses Dings. Auch da. Jedenfalls legen sie die Summe dieses Dings plus alle kleineren Zahlen bis zu 0 in die Outbox. Wenn 3 eingeht, soll beispielsweise 6 ausgehen, denn 3 plus 2 plus 1 ist gleich 6. Auch ja, ein chillig. Leichtes, ne? Wir machen Inbox, Copy to, das da. Dann, also jetzt werden wir logischerweise mit Bump machen müssen und die 0 müssen wir immer mit addieren. Also, ja, mal. Dann machen wir Copy to 0, will ich Copy to 3 auch machen. Dann mache ich Bump 3, add 0. Weil dann haben wir, guck mal, 4
plus 3. Und was muss er dann machen? Dann muss er das wiederholen. Oder noch ein Bump. No, dann wiederholen. Also ich würde... Wird das? Was würdest du? Ja, egal, machen wir. Und dann kopieren wir die größere Zahl auf das. Wir schauen uns mal an, was er macht, okay? Ich habe gar keine Ahnung, was er... Ich habe wirklich keinen Plan, was er jetzt macht. 4, 4, 3 plus 7 hinlegen. Oh, ja, das war nicht so. Ja, okay, warte mal. Dann, ja, das kannst du einfach davor ziehen. Ja, genau. Ist auf! Ja, der hat immer weiter. Nein, nein, Copy to 0 ist schon richtig. Warte. Das ist Copy to 3. Ne, aber so kann ich es doch auch lassen. Ah, ne, kann ich nicht lassen, oder? 4? Du musst das Copy to 3 nach oben packen, genau. Achtung jetzt. 4, 4, 3, 7, 2. Der macht das richtig schön. Nein. Ah, und dann müssen wir jetzt natürlich nur noch. Und jetzt ja, dann if jetzt, zero. Jetzt 0 und dann if 0. Ja. Das heißt. Also nach dem Bump. Ja. Ey, ungelogen, ich habe jetzt zum ersten Mal, weil wir das so schön langsam uns angeguckt haben, gemerkt, wenn du das im Kopf mitgehst und du dann weißt, jetzt kommt die 0, dann kannst du auch gucken, wo du jetzt im Code gerade bist. Und dann kannst du da einfach. Nee, ist ernsthaft. Nein. Ja, komm. Bei den vorherigen Codes war das nicht so gefühlt. Gefühlt. Ja, Bump if 0. Was haben wir dann in der Hand? Haben wir das richtig null in der Hand? Nee, ah ja, null. Stimmt, ja dann. Sonst wäre es ja nicht 0. Ja, okay. Copy okay. From, zack, Outbox, Jump, neue Zahl. Ich Alter, sag, ist das richtig? Nicht optimiert. Warum nicht? Warte, lass mich dann anschauen. Ja doch, wir haben ein Outbox, Copy das hier vielleicht, ne? Ja doch, das müssen wir so machen. Ich sage, es ist sogar fucking optimiert. Ich sag nicht. Jump. Warte mal. Ich könnte. Guck, wenn ich das jetzt so angucke, könnte ich mir nicht vorstellen, wie man es noch mehr optimieren soll. Oh, was passiert bei der 0? Oh, ich weiß es nicht. Wäre wahrscheinlich alles 0 dann. Ja, 0 klappt nicht. Weil 0. Du. Genau, weil du nämlich erst minus 1 machst, ja. Oh. Also müsstest du. Ja, ich check einfach dann die Inbox-Zahl. Ja. Jump is 0. Ja, und jetzt halt erst recht nicht optimiert. Ja, keine Ahnung. Jetzt sieht es halt auch nicht mehr schön aus. Aber die Zero müssen wir so checken, oder nicht? Wir können die Zero, also die eine einzelne Null können wir nicht anders rausbekommen. Guck. Ah. Ja, rechnet da lange Zeit. 5, 4, 3, 2. Ich bin spannend, aber ich glaube, man kann es verbessern. Achtung. Alter, wie schnell wir einfach fucking. Ey, das ist richtig krass, ey. Guck. 12, wir haben 12. Ja? Was, über 11? Das ist weniger, oder? Ich glaube, das ist nicht optimiert. Ich glaube, das ist. Guck dir diesen Traum auf dem Code an. Hey, Alter. Aber wie dumm ist dieses Programm denn? Das ist. Oder war das falsch? Was? Nee, ich dachte, nee, ich wollte nur mal angucken, das ist das Ding, man braucht 12. Ja, das ist ja der Durchschnitt. Was für ein Durchschnitt denn? Weiß ich von nicht. Von allen, die das gespielt haben, oder was? Vielleicht. Nein. Hier, schau, warte. Aber wir hatten davor auch schon mal eine, Dings, wir hatten davor schon mal auch eine Lösung, bei der wir mehr, weniger, Code hatten. Aber bei Größenoptimierung? Nee, ja, bei Größenoptimierung auch schon. Ah. Ja, aber jetzt ist ja, okay, die Folge nice. Vorbei, oder? Es war eine so erfolgreiche, fucking gute Folge. Die war richtig krass, oder? Na, Stiggy, mein Glückwunsch. Jetzt nur den Sound aufnehmen, dann wäre die perfekt. Das wär's. Ja, Leute, lasst eine Bewertung da. Bitte ist er kaputt. Auch danke an dich, Tim, für deine nette Hilfe, ja, die gerne. Ich nicht benötigt habe. Ich hab gerne zugeguckt. Ja, du und. Ja, lasst gerne eine Bewertung da. Tschüss. Ja.